Hallo Freunde der Füße, heute geht es um eine Nagelveränderung und zwar die Onychokrypose. Die Onychokrypose wird auch Holznagel, Krummnagel, Klauennagel genannt. Ich weiß, das Geräusch beim Abschleifen ist nicht das angenehmste, aber das liegt daran, dass ich einen zu großen Fräser genommen habe. Nun zurück zur Nageldeformität. Es ist eine schwere Verformung des Nagels und eine Verdickung und meistens auch geht sie einher mit einer Wuchsrichtungsänderung. Ihr seht hier im Video schön, dass dieser Nagel sehr dick ist und ich den mit dem Fräser jetzt versuche abzukappen. Der verdickte Nagel ist so dick, dass man, ja ich weiß, einen dünneren Fräser benutzen hätte können, aber ich hatte gerade keinen zur Hand. Ich habe meinen GQRS verzahnten Fräser genommen, der mir so einen dicken Nagel in Windeseile runternimmt. Ich sehe doch, dass die Zehe sehr rot ist. Das liegt an dem eingewachsenen Stück unter dem schiefen Nagel. Jetzt haben wir die Nagelplatte entfernt und ihr seht, wie dick die ist und wie verformt die ist. Bei der Onychokrypose ist es sehr, sehr oft der Fall, dass dieser Nagel verfärbt ist in Farben von gelblich bis bräunlich. Also er kann ziemlich viele Farben spielen. Bei der Onychokrypose kann es auch zu einer Infektion mit Nagelpilz kommen. Dadurch, dass der Nagel so geschädigt ist, hat der Pilz leichtes Spiel einzudringen und sich in diesem verdickten Nagel auszubreiten. Das heißt, wenn ihr so eine Onychokrypose vor euch habt, solltet ihr mal in Erwägung ziehen, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Bei diesem Nagel, seht ihr, ist die Nagelplatte darunter, wenn man sie abschleift, sehr schön. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier keine Infektion mit Pilz haben. Der Zeh ist rot, der ist heute entzündet, aber das liegt jetzt nur am eingewachsenen Nagelstück. Wenn ihr so einen Nagel behandelt, ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr zwischendrin immer wieder desinfiziert und den Nagel gut säubert. Erstens mal weichen dann die restlichen Teile auf, die darunter sind. Und hier in dem Fall war in der Ecke unten noch ein bisschen Eiter drin. Das habe ich rausgedrückt und rausgespült. Und somit habe ich auch den ganzen Fräserstaub, der vermutlich irgendwo in den Nagelfalzen drinnen sitzt, rausgespült. Hier habe ich mit dem Doppelinstrument nochmal die Nagelfalze sauber gemacht. Und da haben wir auch schon das Stück, das unter dem Nagel sich nochmal reingebogen hat. Das ist kein Nagel mehr, das ist einfach Haut. Hier unten hat sich der Nagel gelöst und diese Ecke ist unten eingewachsen. Mit der spitzen Eckenzange versuche ich diese Ecke rund zu machen, denn da kommt man weder mit dem Fräser ordentlich hin, ohne dass man die Haut groß beschädigt. Selbst mit der Zange hat man hier schon einiges an Problemen. Da es sich hier um eine Tasche handelt, muss die natürlich ordentlich gesäubert werden und gespült werden. Ups, daneben. Die Ecke ist jetzt soweit frei, es drückt vom Nagelfall nichts mehr ran und ihr seht auch, dort wo das Eiter rauskommt, kommt jetzt schon Blut hinterher, das heißt das ganze Eiter ist raus. Normalerweise sollte es nicht zu bluten beginnen, aber wenn so ein Nagel eingewachsen ist, ist es oft nicht zu verhindern. Hier hole ich noch ein bisschen Haut raus und immer wieder mittendrin desinfizieren. Wie entsteht jetzt so eine Onychokrypose? Oft ist es eine Fehlstellung, die durch entweder Nagelziehen kommt oder der Nagel wurde öfter mal durch ein Trauma geschädigt. Das heißt, irgendwas ist draufgefallen, die Nagelwurzel hat irgendeinen Schaden bekommen. Es wurde über Jahrzehnte das falsche Schuhwerk getragen und der Nagel hat immer wieder einen falschen Druck bekommen. Es kann auch passieren, wenn jemand eine Versorgungsstörung hat, das heißt zu wenig Blutgefäße oder Nerventätigkeit im Zeh. Bei diesem Patient, der hat eine ausgeprägte Polyneuropathie fast bis schon zum Knie und dementsprechend spürt er auch nicht, was da unten bei seinen Zehen vor sich geht. Durch die Verdickung des Nagels ist er teilweise auch gelöst und das Nagelbett darunter extremst verhornt.
Wenn man das Ganze vorher ordentlich aufweicht, kann man das gut mit der Spitzeneckenzange rausmachen. Nun wird der Zeh nach dem Desinfizieren ordentlich verbunden. Der Patient wird angeleitet, dass er das zu Hause ein paar Mal noch wechselt, damit das die Entzündung rausgeht. Der Patient hat natürlich noch einen zweiten Zeh. Hier seht ihr meinen Fräser, den ich benutzt habe. Der zweite Zeh ist nicht so stark verformt, aber vom Wachstum her ist dieser Zeh auch nicht wirklich der schnellste. Wer eine Onychokrypose hat, hat schlechte Karten, denn dieser Nagel wird normalerweise nicht mehr normal oder schön nachwachsen. Denn durch dieses ganze Trauma oder die Verletzungen oder die Versorgungsschwierigkeiten, die die Nagelwurzel hat, hat sie leider einen Schaden bekommen und dieser Schaden ist leider nicht mehr zu reparieren. Das heißt, das Einzige, was man mit solchen Nägeln machen kann, ist so gut es geht einkürzen, die Form beibehalten, damit dass der Nagel, wenn er jetzt eine Wuchsrichtungsänderung hat, nicht in den Nachbarzeh reindrücken oder reinpieksen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass solche Nägel immer gut rund geschliffen werden. Das heißt von der Nagelplatte und von den Kanten auch, dass man nirgendwo eine scharfe Kante stehen lässt. Das Wachstum einer Onychokrypose ist sehr, sehr langsam. Das kann sein, dass nächstes Jahr um dieselbe Zeit dieser Nagel noch genauso aussieht, als wie ich ihn jetzt zurechtgeschliffen habe. Selbst wenn man die Nagelplatte nochmal ziehen würde, würde das keine Verbesserung bringen. Die Onychokrypose tritt vorwiegend bei älteren Patienten auf, die kaum mehr laufen und auch nicht mehr zu ihren Füßen runterkommen. So eine Onychokrypose kann schon sehr große Ausmaße annehmen, je nachdem, wie lange der Nagel eben Zeit hat zum Wachsen. Oft liegt diese Nagelveränderung bei Großzehen vor, die anderen vier Zehen sind eher selten davon betroffen. Noch seltener sind die Fingernägel davon betroffen. Hier wird der ganze Fräserstaub aus dem Nagelfalz wieder entfernt und alles ordentlich sondiert und geguckt, wo ist noch Haut drinnen und wo muss Haut noch raus. Diese Haut ist oft sehr, sehr hart, deswegen vorher gut einweichen. Gut, der Patient sollte keine Schmerzen haben, wenn man das entfernt. Ihr seht, ich muss da schon ordentlich ziehen. Dieser Patient hier hat Polyneuropathie, der spürt es nicht, aber gerade da ist es doppelt so wichtig, dass ich aufpasse, dass ich ihn nicht verletze. Wenn so eine Onychokrypose vorliegt und der Naturnagel sehr weit zurückgeschnitten werden muss und man vielleicht Patienten hat, die das nicht so toll oder prickelnd finden, dass jetzt kaum mehr Nagel da ist, kann man eine Nagelprothetik drüber machen. Vorausgesetzt, wir haben keine Pilzinfektion, denn bei einer Pilzinfektion würde eine Nagelprothetik kontraproduktiv sein. Denn das versiegelt die Nagelplatte, eventuelle Feuchtigkeit bleibt unter dem Nagel und somit ist das der perfekte Nährboden für Nagelpilz. Hier ist hinten in der Ecke noch was eingewachsen, das muss man noch rausholen, bevor sich das Ganze entzündet. Für die Pflege vom Patienten zu Hause ist mit diesem Fuß oder Nagel nicht viel zu beachten. Der Nagel hat ja, wie wir gehört haben, sehr wenig Wachstum. Somit muss man da auch nicht gesondertes Augenmerk drauflegen bei der Pflege. Wichtig ist es, zweimal täglich einzucremen, damit es die Haut weiterhin schön geschmeidig bleibt und nirgends aufreißt. Natürlich soll der Patient groß genug Schuhe und Socken tragen. Habt ihr einen Patienten, der Stützstrümpfe trägt, achtet bitte darauf, dass diese Stützstrümpfe oder Kompressionsstrümpfe vorne eine Softspitze haben und auch lange genug sind. Denn Kompressionsstrümpfe werden sehr oft falsch gemessen und sind danach viel zu kurz. Sind noch irgendwelche Fragen offen, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren stellen. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und drückt auch auf die Glocke, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video, eure Podologin Andrea.